Früher hatte jedes Land in der Europäischen Union sein eigenes Geld. Heute haben 19 Länder in der EU eine gemeinsame Währung, den Euro. 338 Millionen Europäer sind gemeinsam stärker mit dem Euro. Aber wer ist eigentlich für den Euro zuständig? Die Europäische Zentralbank und die Zentralbanken der Euro-Länder. Sie geben Euro-Banknoten aus. Der Sitz der Europäischen Zentralbank befindet sich in Frankfurt am Main. Jedes Land verfügt über eine eigene nationale Notenbank, die in der Regel in der Hauptstadt zu finden ist. Auf der Vorderseite aller Euro-Banknoten sind Fenster oder Tore. Auf ihrer Rückseite Brücken abgebildet. Einige davon sind alt, andere modern. Banknoten sind wertvoll. Kriminelle versuchen daher, sie zu fälschen. Es lässt sich aber leicht feststellen, ob ein Euroschein echt ist. Das geht einfach anhand des Tests Fühlen, Sehen, Kippen. Es ist also nicht schwierig, die Geldscheine zu prüfen. Kommen wir nun zu den Euro-Münzen. Diese haben eine gemeinsame europäische Seite mit einer Karte von Europa. Und sie haben eine nationale Seite mit einer berühmten Persönlichkeit, einem bekannten Gebäude oder einem Symbol des jeweiligen Landes. Jetzt weißt du Bescheid und bist bereit für den Euro-Lauf. Je mehr du über den Euro weißt, desto mehr Punkte bekommst du. Also starte das Online-Spiel auf www.neue-euro-banknoten.eu. Der Euro. Unser Geld.